So, Freunde, ich begrüße euch zurück zu 1800, während das Spiel noch am Speichern ist. Ja, ich bin so crazy heute. Es ist der helle Wahnsinn. So, wir haben einiges zu tun. Wir müssen gleich zurück in die alte Welt, um zu gucken, ob wir plötzlich zu viele Dampfwägen verballert haben. Weil das könnte durchaus passieren, weil ich vielleicht ein bisschen zu ungestüm war. Aber erstmal gucken. Und auch erstmal die noch upgraden. So. Und 66 jetzt sogar. Ursprünglich ist nicht sogar so ein ursprüngliches Ding. 180 sogar irgendwie hätte. 128, okay. Mit Traktorscheune natürlich 10% mehr. Also, das Ding hier 20% weniger haben, das bringt schon was. Vor allem, das bringt schon was. Okay. Jetzt die Felder. Muss ich momentan noch ein bisschen doof hier heranwürgen. Geht nicht anders. Obwohl doch, es geht anders. Dann machen wir später. Ich habe gerade einen Fehler gemacht. Moment, ich muss die Reihe kurz löschen. Denn sonst wird es schwierig. So. Das mache ich jetzt einfach nur, damit wir halt, damit es nicht in die Waren plötzlich rausgehen. Für die Bananen und die Tortillas. Tortillas, die wir neuerdings, ja, mit Ding machen, mit Bananen. So. Also keine Sorge, es ist mal nur temporär, nur mal temporär. So, hätten wir das auch. Der ist ja, der macht die Dinger. Das ist doch soweit gut. Kaffeebohnen. Klappt einigermaßen. Der Rest, glaube ich, auch alles picobello. Bis auf Zucker, da mache ich kaum etwas. Das könnte man jetzt noch irgendwie... Nee, schwierig mit dem Stahlträger. So wenig habe, obwohl ich brauche für die Zuckerherstellung brauche Stahlträger, glaube ich nicht, wa? So, ich brauche zwar keinen Zucker mehr für die Schokolade, das haben wir anders gelöst, aber... Aha. Ja, super. Da fehlt es an Leuten, an Arbeitern. Wobei, ich habe es schon mal erwähnt, oder ich würde gerne doch die Stadt hier mit den Obriererhäusern zugleisen. Ne? Aber ich habe mal erwähnt gehabt. Von der Hacienda mal halt. Aber sonst auf keiner Insel, aber hier würde ich es eigentlich gerne mal versuchen zumindest. Weil mein, hier lohnt es nicht wirklich. Die Hacienda ist ja hier oben. Hier ist genauso, da bringt es auch nicht wirklich. Aber vielleicht einfach anders hinstellen und so, oder vielleicht doch am... auch in die Mitte mehr und so, dass ich, vielleicht eher. Aber hier würde ich es mit den Hacienda gerne versuchen, weil wenn die Dinger alle hierher kommen, die ganzen Baumhäuser, Dinger nachher hier hin. Also hier oben quasi. Da wäre eine schöne Front, hier oben wäre eine. Mit Baumschulen, ich glaube, das könnte funktionieren. Vielleicht das, was jetzt hier haben, der Ziegelei, würde vielleicht hier sogar abreißen. Und hier unten alles machen. Und mit Holz haben wir es ja auch gemacht. Ich glaube, auch hier war noch irgendwas Holz. Ah, Ethanol, okay, gut, dann muss ich auch noch belassen. Und die Chemiefabriken, genau, die kriegen dann auch irgendwie noch so etwas dazu. Eine Handelskammer. Damit die Ölraffinerie. Mhm. Ja, ah, wird schon. So, also kann dem einfach mal, dass er nur Bretter braucht. Das ist schon krass. Nur die fucking Bretter. So,
zurück hierzu. Ich habe Angst. Ich habe Angst mit dem Waren. Dampfwagen vor allem, das war klar. Der Rest geht aber. Ah, jetzt habe ich es hier drin, ne? Okay. Eventuell noch kaum irgendwelche Dampfwagen brauchen. Die Telefone halt, da haben natürlich auch ein bisschen eigenes Ei gelegt, aber ey. Ich hab doch auch verdammt viel. Im Sekt scheint zu klappen, soweit, das wundert mich ein bisschen. Die Pelzmittel kann ich mal switchen. Ich hab Gase noch drin für die Hochräder. Scheiß Kaffee habe ich auch mal drin, schmeiß jetzt mal raus. Die Glühbirnen, die ich hier. Ah, da muss noch drin für die Wandteppiche, okay. Ich habe auch hier zwar rein theoretisch so viele Dampfwägen für die Telefone. Alter, 1 zu 12 hier. Kurz gucken, ob das soweit alles funktionieren würde. Nach wie vor vor allem. Also 84. Also, dann wären logischerweise, wenn schon hier war. Ich brauche so wenig von denen. Was? Ernsthaft? Schweinerei. Echt wundern, wie lange das so noch funktioniert. Funktionieren könnte. Ein Telefon. Ja, offenbar ist der Verbrauch größer als erwartet. Vielleicht doch wieder so machen. Natürlich alle da Kreuzen Rüben verteilen, hast nicht gesehen. Natürlich Dampfwagen brauchen wir schon. Eine Explosion erschüttert eine ihrer Fabriken. Und ja, auch nicht so wenig. Ein Feuer ist ausgebrochen. Ja, das könnte hier ein bisschen schwierig werden. So, hier nochmal alles ganz kurz checken. Stimmt alles noch irgendwie? Helle Köpfe magisch an. Da haben wir irgendwo irgendetwas zu wenig.
Also eigentlich nicht, weil das sieht eigentlich alles relativ gut aus. Wir haben sozusagen sehr viel Stahl, das wundert mich selber gerade ein bisschen. Noch sehr viel Stahlträger wieder bei dem Einsatz. Willkommen in der Manufaktur. Da ist halt gerade die Frage, die ich mir stelle. Dampfen, momentan Überschuss von 2. Versorgung hat immerhin 3, die es versorgt. Okay. Bei den Fahrgestellen geht es ja scheinbar einigermaßen auf, so wie es gerade aktuell ist. Das ist eben das, was mir alles auch. Auch nur übel ist. Ja, ich wäre kurz davor gewesen, eine zweite Dampffangfabrik zu bauen. Er braucht halt 6 von denen insgesamt. Hier, wo ich einiges abgestellt habe. Auch mit den Kohlen. Er hat überall auch so viele Arbeiter hier braucht. Das ist einfach der Wahnsinn mit den Glühfädenfabriken und so. 150 Ingenieure hier und dort wieder und hast nicht gesehen. Die Flammen wurden gelöscht. Und eben hier brauche ich sie auch wieder. Hier sind sogar 400. Also ich kann die bauen, aber nachher ist dann Feierabend. Da ist nichts Seltsames an einer Person wie mir, die die... behaupte ich auch immer. In der Stadt gibt es Ruinen. Das ist natürlich auch nicht so schön. Schokolade aber aktuell nirgendwo im Einsatz, war wie erwartet. Donnerwetter nochmal. Ich muss entscheiden, was das Beste für unsere Sache ist. Ja, super. Hier wird auch überall Waren. Ja, irgendwann sich mal die Zeit nehmen und hier alles optimal verbessern und upgraden und so. Ich hab sowas von keinen Bock drauf, ganz ehrlich. Also hier zumindest gar nicht, ich muss auch zugeben, leider. Glühfäden. Eben irgendwie ein Item mit Glühfäden. Das heißt, es ist natürlich auch eine Produktion. Glühfadenfabrik. Ich habe gerade gefragt, ob der vielleicht mit der Glühfäden noch funktionieren würde. Vielleicht, vielleicht. Wie kann ich helfen? Huch. Ja, natürlich nur eine Zwischenproduktion, das da natürlich nicht funktioniert. Aber irgendwie klar. Krass wäre auch, wenn ich irgendwie sagen würde, bei der Dampfwagenfabrikproduktion, so wie wir es jetzt aktuell hätten mit dem Fahrgestell und Glühfäden, dass ich quasi Dampfwagen exportiere und dafür die beiden importieren natürlich im großen Maß, wenn ich halt hier genug hätte. Da wäre irgendwie so schräg.
Das wäre so schön, dass ich mal testen müsste. Also, wenn ich jetzt beispielsweise Dampfwagen hier mache und hier sage. Die Frage stelle ich natürlich nicht, die muss natürlich, die muss ich so oder so herstellen, okay. Da komme ich nicht drum herum. Genau, Holz von hier wird gehen, aber der Rest geht nicht. Okay, gut. Aber eben Glühfäden zum Beispiel gehen. Wäre aktuell Verhältnis 1 zu 10. Ist jetzt nicht primär so schlecht. Aber ja, es bleibt. Wenn ich das hier... Die haben sogar gar keinen Einfluss drauf. Sind Sie wirklich bereit zum Toten? Nun, das ist vielversprechend. Der trägt sowieso alles in die Dampfwagenfabrik, also. Da ist zwar schön, aber der, ich glaube, den würde ich irgendwie nochmal irgendwas anderes eintauschen. War schon ein bisschen übel. Fäden. Schauen hier eigentlich nie. Aber ja. Ne, ich kann das schon mal vorbereiten. Dass er quasi hier 6 Stück davon bräuchte. Und die vielleicht irgendwo anders hin schieben würde. Ich hier halt vielleicht Dampfwagenproduktion hätte und Dampfmaschinen, obwohl sie gerade momentan nicht mehr gegenseitig beeinflussen. Aber ich hätte halt den noch drauf. Ich nutze die Zeit. Ich mache hier nicht. Hier auch nicht. Was? Hör mal ganz kurz. Habe ich das gerade richtig gesehen oder sehe ich das gerade hier richtig? Ja, natürlich! Fängt im Sandgetriebe. Produktivität plus 55%. Warum muss ich noch mehr Frage stellen und so, wa? Ja, gut, ich meine. Platz hier hätten wir. Was er hier gemacht hat, hat gar keinen Einfluss hier darauf. Aber das ist natürlich mehr als interessant, Freunde. Motorenfabrik und Dampfwagenfabrik. Obwohl man ja eigentlich denken würde, von wegen, warte mal, so eine Dampfwagenfabrik baut doch sicher Dampf. Also Motoren. Ja, im Prinzip schon. Aber ich habe es ein bisschen geändert. Guck mal, das im Namen. Produktivität plus 60%. Und jetzt noch plus 55%. Plus Strom drauf. Ey, Alter. Der haut jetzt natürlich rein. Und ist auch ein legendärer, wa? So. Ich pause hier nur mal, weil dann habe ich jetzt besser im Griff, wie viel ich wirklich brauche. Eigentlich weiß ich was, jetzt nur die Schwarter. So. Hey, oder potenziell müsste jetzt 6 stehen, wa? Da gilt es nicht, weil er jetzt irgendwie pausiert ist. Ja, wir tun doch das sein, ne? Hm? Na, ja, mal gucken. Eine 2 Dampffangfabrik, das so zu machen, wäre schon krass. Und dann hier, ich meine, da gilt ja auf der Straße um alle Manufakturen.
könnte ich die eigentlich auch nach oben schiffen, wa? Also hier unten zu haben. Was ich hier habe, meine Steinbrüche, betrifft nur die oder betrifft nicht den da? Spiel gespeichert. Ja, wir haben jetzt in der neuen Welt nicht viel getan, muss leider mal zugeben. Jo, und wie es gilt, ja, lecco mio, ey. Weil wir gar kein Mehl mehr haben. Ist aber kein Mehl mehr. Kein Mehl mehr. Okay, da haben wir noch genug, aber kein Mehl mehr. Das ist natürlich kacke. Wenn ich mal kurz gucken. 13, 12. Ja, das ist halt so ein bisschen die Grenze, wa? Oh, Nachfrage nach Brot. Ein bisschen höher, als wir momentan decken könnten. Naja, gut, sind wir eher Loch. Ich dachte schon, ich muss ins Armenhaus. Wir hätten eigentlich noch genug. Wie geht's? Ganz gut, danke. Und selber? Geht jetzt nicht meine Wirkung, ey. Ist doch schade. Ja, ich glaube, wir haben das hier mal ein bisschen anders geplant. Naja, egal, mal gucken. So. Ich glaube, du sollst noch ein paar Waren verschiffen. Das ist natürlich gar nichts. So, das machen wir ganz kurz. Auch ansonsten warentechnisch gut. Gas müsste ja auch wieder ein bisschen sich besser erholen. Man of Captain Morris, der kommt natürlich bald wieder. Dann haben wir hier die Waren wieder. Wie sieht es da jetzt so ein bisschen aus? Es gibt Dinge, die sinken kaum. Wie zum Beispiel hier mit den scheiß Tonpfeifen und so. Genau, die Telefone, die sinken schon ein bisschen stärker. Natürlich auch klamottentechnisch, wa? 200, 200. Das, obwohl ich auf Stufe 1 mit dem Sekt bin. Das ist die Fan hier, was damit überhaupt? Egal. Di-di-di. Ja, also nächste Folge sicher wieder viel, viel mehr in der neuen Welt, hauptsächlich, weil da will ich jetzt wirklich langsam mal ein bisschen abschließen. Es war hier bloß mal ein kurzer Rückflug zum gucken, ob alles in Ordnung ist. Meine dritte Fertigungsstraße, ich glaube, da war einfach mal, weil wir die wirklich auch brauchen dann. Also muss ich es hier sowieso anders bauen, wenn die da nicht irgendwie hinkommen. Was ich irgendwie auch schick finde, das irgendwie so zu lösen. Was zum... Oben. Dann wird man uns loben. Dann kann man da noch so ein Häuschen setzen. Eins mehr schaden hier auch nicht. Oh, das sind keine Bretter mehr. Krass.
Ein Sägewerk habe ich aber eigentlich deaktiviert. Super. Da darf ich geschnitten Brot. So. Ist auch schon da. Erfindung ist vollendet. Das freut mich natürlich umso mehr, Digga. Welches Item war da schon wieder, Freunde? Welches Item war da schon wieder? Alle Chemiefabriken in Hasin und Düngerwerk. Ja, den werden schon mal super. Jetzt haben wir in der Forge, wo wir schon mal gekauft haben. Geil, Michael! Yay! Egal, es war ein Leben vorkommen, das müssen wir auch bald mal haben. Das wird zwar noch ein bisschen dauern. Ölquelle verschieben. Da haben wir auch überlegen, ob wir dann noch ein paar mehr dazunehmen sollen. Wenn ich mal dabei bin. Okay, nach der Ölquelle verschieben geht leider nicht. Dafür ein zweites Lehmding nochmal. Und dann die Great Eastern, weil bis ich die bauen kann, dauert es eh. So. Okay, Leute, denn das eigentlich auch wieder, wa? Willst du etwas sabotieren? Kann das so gedruckt werden? Ne, wollte ich nicht, aber ich war jetzt tatsächlich jetzt lange wieder unterwegs. So, von wegen, geh nur mal ganz kurz hier hin. Nähmaschinenengpass, hä? Aber ich habe den doch eigentlich die Nähmaschine blockiert. Also gibt es keinen Engpass. Eigentlich. Fehlende Waren! Hast du denn keine Bananen? Wieso? Warum? Moment. Volles Lager. Was? Die haben hier ein volles Lager und... Moment mal. Brauchen die aber so viele Bananen gerade aktuell oder was? Je mehr, desto besser. Weil es sind ja aktuell nur 3 Stück in Betrieb, gerade nicht Bananen. Ah, Fischöl, ganz vergessen. Fischöl, darf ich nicht unterschätzen. Okay. Ja, dann. Oh, Scheiße, muss ich doch über 2 lösen oder was? Nein, ja, er braucht halt Routen, die irgendwie 2 Kaffeebohnen und 2 Bananen exportieren. Ja, hier reißt jetzt natürlich noch. Gezielt jetzt ein bisschen runter, wa? Okay, muss ich beobachten, Leute. Also, wenn es so schnell sinkt, aber ja, meine Kaffeebohnen sieht man es ja auch. Die haben auch 2 gebraucht. 2 volle Laden und es reicht zu einigermaßen für halt ohne Mais. Ja, man kann natürlich wieder rausnehmen, damit der Mais verbraucht. Dann müssen wir wieder Mais. Verschicken hier übers Schiffchen. Dafür wollte ich eigentlich die Great Eastern bauen, damit ich es halt darüber machen kann. Weil der hat die 8 Plätze. Nicht so wie die hier immer nur 6. Ja, die Frage mit dem Kautschuk, ob wir das denn überhaupt noch bräuchten. Also mein braucht natürlich generell schon, aber wenn ich das so machen will. Kautschuk ist für mich ja keine Essware von dem her. Frachtschiff steht bereit. Der Nichtangriffspakt wurde beendet. Okay, wir haben schon längst gefixt. Ja gut, Freunde. Da müssen wir in der nächsten Folge noch ein bisschen beobachten. Ansonsten würde ich sagen, dann nehme ich jetzt ein scheiß Bild. Oder das hier? Das ist eigentlich definitiv verbessert, wa? Aber auch jetzt vermutlich auch mehr Waren hier. Mehr Fahrgestelle. Was gibt es hier für alles? Das ist ja eigentlich geil. Da mit dem Mehl, ja, müssen wir mal gucken.
Und jetzt finde ich, dass ich ein bisschen übertrieben habe. Weil ich meine, ich glaube, so weit übertrieben kann man hier gar nichts. Nee, da passt alles schon, da ist alles geil. Da ist alles geil, Freunde. Hui! Sup. Fertigungsstraßen, Manufakturen, hast du nicht gesehen, ey. Und alles nur dank diesem hier, diesem kleinen Häuschen. Dem Allzweckoptimierer, könnte man sagen. Optimieren oder sauber hinreicht, Freunde. In diesem Sinne, dafür sind wir bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen.